Verstrahlte Grüße, meine lieben Ödländer. So, wir haben erfolgreich diesen komischen Aggressor-Dron besiegt und jetzt schauen wir mal, was unser Ares zu reden hat. Dein Boss sieht aus, als würde sie mich gleich mit diesen Ranken erwürgen. Ist da drin was passiert? Wilde Ghule, würgende Ranken und ein irrer Schafroboter. Mir reicht es mit diesem Ort. Und deinen Mätzchen, Ares. Keine Ahnung, ob das eine Falle ist oder eine raffinierte Vertuschung, aber wir müssen durch diese Tür. Sofort! Wow, wow, Falle? Woher kommt das? Warte mal, hast du Schafroboter gesagt? Also das, was Mäh macht? Oder ein Killerroboter? Ares, die Tür! Sofort! Bitte! Okay, einen kleinen Moment noch, herrje. Fast geschafft. Wir nähern uns der Wahrheit, ich spüre es. Okay, dann lass mal das. Also, mal sehen. Dahinter ist... Anmeldung fertig. Neue Anstellungsbedingungen, ja, ja. Unterstützungsanmeldung abgelaufen, okay, okay. Ja, fertig. Traust du mir jetzt? Ich gehe sogar voran, dann kannst du mir in den Rücken schießen, falls du deine Meinung änderst. Danke, dass du die Tür geöffnet hast. Aber wenn wir etwas finden, das dich damit in Verbindung bringt, wirst du dafür gerade stehen müssen. Schreib's auf die Liste der fragwürdigen Dinge, für die ich mich verantworten muss. Telefon. Was haben wir denn hier Schönes? Wunderbar, ein Hund. Abreise bestätigt. Aha. Wache Ares, Information zur Gruppe, okay. Ankunft bestätigt. Mit, nimm mal mit. Und dann noch Schönes. Okay, wir waren auf jeden Fall hier. Vergess jedes Mal immer, dass ich die Schachteln eigentlich aufheben wollte. Tag 1 Aufbruch. Der Beginn einer neuen Reise. Foundation rollt den roten Teppich für Cassie aus. Ich werde nämlich die Landwirtschaft in Appalachia auf den Kopf stellen. Ich habe beschlossen, diese kleine Tagebuch zu führen, um die ganz tollen Dinge festzuhalten, die unterwegs sind. Wünsche dir Glück. Okay. Noch Schönes. Ein weiterer toter Hund. Gottverdammte Strahlentürme. Stürme, ach, Stürme, nicht Türme. Bei all den Reisen bin ich natürlich dran, wenn es sich die Mutter aller grünleuchtenden Todeswolken über dem Moor gemütlich macht. Wir müssen kampieren, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich bin schon fix und fertig, weil ich in den letzten beiden Wochen den Babysitter für die riesige Gruppe spielen musste. Klar, Joe wird sich über das ganze Geld freuen, aber sie muss sich ja auch nicht mit kriminellen, hochnäsigen Händlern und diese
Sonderlinge von Doktor herumschlagen, der ständig dabei ist. Wenigstens ist niemand verloren gegangen. Wenn ich es schaffe, dass alle in der Nähe des Camps bleiben, wird sich das auch nicht ändern. Anscheinend warst du gründlich. Bist du bereit, es zu besprechen? Ausgezeichnet. Ich nehme alles an mich. Lass mich sehen, was du gefunden hast. Ich muss das nur eine Minute überprüfen. Holt die Entschlüsselungsringe raus. Zeit für Detektivarbeit. Verstehe. Das ist beunruhigend. Warte mal. Dieser Name, woher kenne ich den? Ich habe genug gesehen. Anwärter, wir sollten unsere Erkenntnisse besprechen. Cassie gehörte offenbar wirklich zu dieser Karawane. Aber ich denke, wir sollten die Beweise gemeinsam durchgehen. Vielleicht lag ich falsch und Blue Ridge war doch nicht beteiligt. Wir sollten uns einig sein. Also wo willst du anfangen? Ja, gute Frage. Ja, es war wohl bis zum Schluss ein Routinetrip. Etwas zwang sie, hier ihr Lager aufzuschlagen. So nahe am Ziel. Sie sind in den Dunkeln verschwunden, als Würgepflanzen ihren Weg verschwunden. Nicht ganz. Das wäre zwar schlüssig, doch die Hinweise besagen etwas anderes. Der Strahlensturm zwang sie, hier Halt zu machen. Eine große Gruppe aus Zivilisten und Händlern mit nur einer Wache. Leichte Opfer. Ja, offenbar haben wir hier einen Bericht über ihre letzten Momente. Supermutanten. Eine Falltür hat sich geöffnet, die gesamte Heim. Würde eher sagen, das hier. Das denke ich auch. Cassies Beschreibung und dem von dir gefundenen Brief zufolge waren das wohl diese Hellcat-Söldner. Es ist ungeheuerlich, wie viele Leute sie insgesamt entführt haben. Allein diesmal waren es fast 15. Ja. Genau, das Ladungsverzeichnis. Ein Name ist besonders herausgestochen. Ist er dir aufgefallen? Was? Nein, Shin ist hier nicht aufgeführt. Was soll... Pass auf, eine Person wird hier mehrfach erwähnt. Dr. Blackburn. Er war nicht nur bei mehreren Touren dabei. Cassie erwähnt auch, dass er mit den Fremden gesprochen hat. Wahrscheinlich die Hellcat-Söldner, mit denen du zu tun hattest. Dr. Blackburn hat sie bestimmt angeheuert. Der Name kam mir bekannt vor. Ich hatte ihn im Bericht über deinen ersten Einsatz bei uns gelesen. Versuch dich zu erinnern, Anwärter. Weißt du noch, warum Dr. Blackburn deine Hilfe wollte? Oh, ja. Er wollte Hightech-Waffen? Nein. Ja, genau. Genau. Dr. Blackburn wollte Unterstützung bei seinen Experimenten. Irgendwas darüber, Krankheiten zu heilen und Leuten zu helfen. Das klang zu schön, um wahr zu sein. Und die Beweise hier sehen nicht vielversprechend aus. Aber hätte er wirklich Leute entführt? Oh, wenn er von Voltec ist, auf jeden Fall. Sieht so aus. Dr. Blackburn hat die Hellcat-Söldner angeheuert, um Leute auf dieser Route zu entführen. Offenbar waren sie anfangs vorsichtig, haben dann aber bei einem Strahlensturm eine ganze Gruppe entführt. Ein bedauerliches Ende. Aber es besteht noch Hoffnung, sie zu finden. Jetzt müssen wir nur noch Bericht erstatten und Blackburn aufspüren. Gut, dass du da warst, Anwärter. Ohne deine Hilfe hätte ich sicher einige Dinge übersehen. Ich finde, dass wir ein gutes Team abgeben. Ja. Ist mir bewusst, Anwärter. Das weiß ich zu schätzen. Ich schäme mich ein bisschen dafür, wie voreilig ich bei dieser Sache war.
Ich weiß, dass ich daran noch arbeiten muss. Aber trotzdem danke ich dir dafür, dass du mir auch weiterhin vertraust. Ja, gerne doch, gerne doch. Gehen wir zurück nach Fort Atlas und erstatten Bericht. Wenn wir herausfinden, wo Blackburn diese Gruppe hingebracht hat, führt uns das womöglich zu Cassie und vielen anderen. Wir sehen uns dort. Gute Arbeit, Anwärter. Ares, ich muss mich bei dir entschuldigen. Mein überstürztes Verhalten war unangebracht und dir gegenüber nicht fair. Ach, Schnee von gestern. Meine besten Freundschaften begannen mit vermuteten Massenentführungen. Ich nehme dich beim Wort. So oder so tut es mir leid. Wenn du es wirklich wieder gut machen willst. Wie ich hörte, habt ihr ein paar coole Raketenwerfer übrig. Absolut nicht. Nein, mit Waffen da. Oh, oh. Zivilkleidung. Söldner-Outfit. Batman, Todeskralle, Handschuh. Okidoki. Sind wir fertig hier, oder? Geh mal. Gibt's da einen schnelleren Weg? Oder muss ich jetzt da... Eieiei. Naja, wir sind ja fast da. Bräuchte mal ein Lager. Du leidest an Flattern. Richtig, dich habe ich schon. So, wie schaut's aus mit unseren? Das müssen wir noch machen. Noch 6 Hunde töten. Und ein Event abschließen. Appalachia. Tada! Endlich frische Luft. Oh, Schrott. Diesmal. Oh, bevor wir das wieder vergessen. Mir noch irgendwie was. Okidoki. Auf. Oh, warte mal, Nein, ich will nach Atlas. Rein in Atlas. Wenn ich immer im Vorbleibe, mache ich mir nie einen Namen. Wann kann ich mich endlich mal beweisen? Ist das wohl nichts, was wir außer Acht lassen können? Nach dem, was wir bei AMS und aus dem Tagebuch erfahren haben, ist das eine große Sache. Wenn das die Quelle der Mutantenangriffe ist, unterstütze ich alles, um das zu beenden. Gutes Timing, Anwärter. Unglaublich, dass er einfach reinspaziert ist. Wahrscheinlich war er schon aktiv. Konnte nicht wissen. Rex, keine Schuld. Was konnten wir nicht wissen? Ich sage nicht, dass es mein Fehler war, aber diese unglaubliche Arroganz. Das genügt. Die Frage, die sich uns stellt, ist nun, wie wir ihn und die Entführten finden. Glücklicherweise hat Gelehrte Valdez während unserer Abwesenheit selbst etwas entdeckt. Ja. Yeah. Korrekt. Weißt du noch, dieser Pip-Boy aus den unheimlichen Höhlen? Ja. Yeah. Es hat zwar gedauert, aber ich konnte die Verschlüsselung knacken. Er kam aus Vault 96. Ich muss Max von meiner letzten Patrouille erzählen. Das wird ihm gefallen. Nun, wir wissen nicht, ob das so ist. Wir wissen, dass es auf jeden Fall eine Spur gibt. Die Supermutantenbedrohung hat oberste Priorität.
Wenn wir die Zivilisten finden, umso besser. Aber wir dürfen diese Spur auf keinen Fall außer Acht lassen. Ritter Shin und ich sind da ein wenig überraschend verschiedener Ansicht. Zum Glück macht das aber nichts. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang. Ein Vault eignet sich perfekt, um Entführte zu verstecken. Der Pip-Boy könnte sogar von jemandem stammen, der entkam. Der Vault ist unsere beste Spur für beide Rätsel. Und vielleicht birgt er auch die Lösung. Oh ja. Dann steht es fest. Der Vault wird dein nächstes Ziel. Jawohl. Der Vault begleitet dich. Ein Vault ist eine mögliche Fundgrube für genau die Technologie, die die Bruderschaft katalogisieren und sichern soll. Ich habe Vault 96 auf deiner Karte markiert. Ganz ehrlich, wir wissen nicht, was uns erwartet oder wie wir reinkommen. Wir müssen vorsichtig sein. Hoffentlich gibt es bald wieder eine Mission. Schritt 1, einen Weg hineinfinden. Du gehst voran. Ausgehend von den anderen Vaults müsste es hier einen Notfalltransponder geben. Wenn du den Eingang gesichert hast, ist die Steuerung für den Transponder normalerweise in der Nähe der Haupttür. Aktivier ihn, um Entwarnung zu geben, dann komme ich rein. Okay, hört sich doch gut an. Das freut mich zu hören. Der Plan ist gut. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Suchen wir nach Hinweisen zu den Vermissten und einer Spur zu den Supermutanten. Ist Blackburn dort, will ich ihn lebend. Wenn er wirklich hinter den Entführungen steckt, muss er dafür gerade stehen. Du hast deine Befehle, Anwärter. Viel Glück. Wegtreten. Ich bin gespannt, wann ich endlich befördert wurde. Ordnung lernen. Okay, jetzt gucken wir doch erst einmal hier rein. Schön. Also gut, wir müssen jetzt hier hin. Aber wir könnten eigentlich mal... schade. Hier müssen wir hinlaufen. Übrigens, wo sind meine Nuka-Bonbon? Hier. Einmal, zweimal. Okay, und dreimal. Knack! Das war die Flasche. Wir haben zum Glück ja genug Tee dabei. Wieder weg. Okidoki, dann machen wir doch mal auf das Ding. Warte mal. Ach, das ist schon auf. Es ist schon auf. Huh?
Oh mein Gott, was ist hier passiert? Warum ist hier alles voller Eis? Elkhead-Söldner. Überwachungsterminal. Was ist hier passiert? Notfallmanagement. Eindämmung experimentell. Aha. Übersicht. Offizielle Dokumente. Größere Kryolateneinrichtung. Okay. Schau an, schau an. Bisschen spät zur Party, oder? Wenn du plündern willst, stell dich hinter den Blutadlern an. Ich würde dich ja aufhalten, aber ich glaube, ich bin raus. Was ist passiert? Unser Trupp hat den Eingang bewacht. Dann wurden wir von Blutadlern überrannt. Haben alle getötet. Mich auch. Bin nur noch nicht abgetreten. Ich heiße Woods. Corporal Woods. Hellcat Company. Söldner. Wir wurden von diesem gruseligen Doktor zur Bewachung angeheuert. Unter anderem hat uns die Bergungsrechte hierfür versprochen. Ich glaube, das lassen wir wohl lieber. Ja. Ja. Raider-Typen. Aber irgendwie blutrünstiger. Mit denen aus Crater kommt man klar. Aber Blutadler, denen macht das Töten Spaß. Oh, erst mehr Informationen. Du hast ja einen tollen Umgang mit Leuten. Du weißt schon, dass ich sterbe. Ach, red weiter. Ich lauf ja nicht weg. Aber die Uhr tickt. Okay. Ja, Blackburn. Echt komischer Typ, selbst bevor wir rausfanden, was er macht. Die Entführungen waren erst der Anfang. Da hätten wir es beenden müssen. Auch Söldner sollten einige Grenzen nicht überschreiten. Aha. Ich sag nicht, dass wir keine Wahl hatten. Aber wir sind Söldner. Wir machen das fürs Geld. Wir können uns nur selbst die Schuld geben. Eine sterbende Frau zu verhören, das ist echt herzlos. Guck nicht so, ich verarsch dich nur. Das ist wichtig. Vielleicht kannst du unsere Fehler beheben. Hierher haben wir sie gebracht. Also unsere Trupps. Ich war hier nur zur Bewachung. Nicht, dass ich dadurch weniger schuldig wäre. Ob noch welche leben? Keine Ahnung. Würde nicht drauf wetten, nachdem die Blutadler hier alles ausgeplündert haben. Ja, super. Der Doc hält bestimmt auch nicht lange durch. Kratzt mich aber nicht. Hm. Das ist nett, aber leider ein bisschen zu spät. Hab genug Bauchschüsse gesehen, um zu wissen, dass Stimpaks und Verbände nicht helfen. Da steht mein Name drauf. Gott weiß, dass ich's mehr als verdient hab. So. Das war's mit ihr. Und der Sound hat sich schon wieder verabschiedet. Notfalltransponder. Aktivierung läuft.
Wow, ziemlich kalt hier drin. Das ganze Eis. Die Umgebungssteuerung muss beschädigt sein. Was ist hier passiert? Das sind Uniformen der Hellcat Company, oder? Sieht aus wie ein Massaker. Ja, die Blutadler waren hier. Das macht es nicht gerade einfacher. Wenn die Hellcats schon hier waren, hängen Blackburn, die Entführungen und die Supermutanten irgendwie zusammen. Ich muss kurz die Terminals anschauen. Tu das. Nicht gut. Der Vault ist intern abgeriegelt. Da hat wohl jemand auf den Angriff der Blutadler reagiert. Die automatischen Verteidigungssysteme könnten aktiv sein. Wir bekommen es vielleicht mit mehr als nur Blutadlern zu tun. Vorsicht. Dann legen wir mal los. Ich folge dir. Okay, meine lieben Ödländer. Wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt ans Liken, Kommentieren, Abonnieren und dann sehen wir uns. Bis dahin. Ciao.